Mal ehrlich, wer kann diesen Augen schon widerstehen? Offenbar relativ viele Menschen, denn das Tierheim Oldenburg droht derzeit aus allen Nähten zu platzen. Besonders kritisch ist die Situation in den Katzengehegen. Bei rund 170 verschmusten Vierbeinern ist das Ende der Kapazitäten erreicht. Tierpfleger Benjamin Heyer ist besorgt. Wir haben eine Aufnahmekapazität bei den Katzen von ca. 130. Dafür ist das Tierheim ausgelegt. Das bedeutet, über kurz oder lang kommen jetzt noch mehr Katzen zu uns. Sei es als Fundtiere, Abgabetiere weisen wir jetzt schon ab, weil wir keine Kapazitäten mehr haben. Müssen wir einen Aufnahmestopp verhängen? Das bedeutet für die Tiere, sie können hier nicht untergebracht werden, müssen eventuell in anderen Tierschutzvereinen unterkommen. Das ist ein ganz großes Problem, vor dem wir uns auch wirklich grauen. Probleme drohen jedoch auch bei der Versorgung der Tiere, die bereits einen Platz im Tierheim haben. Die Rechnung ist einfach. Je mehr Katzen aufgenommen werden, desto höher fallen auch die Kosten aus. Wir sind immer angewiesen auf Spenden. Sei es Futter, sei es Waschmittel, Spülmittel, Allzweckreiniger und natürlich auch Geld. Mit einer Dose Katzenfutter können wir den Tierarzt nicht bezahlen. Unterstützung erhält das Tierheim dank eines Vertrages auch durch die Stadt Oldenburg. Dieser ist jedoch an Bedingungen geknüpft, die Benjamin Heyer und seine Kollegen in eine Zwickmühle bringen. Fundtiere aus dem Stadtgebiet Oldenburg müssen wir aufnehmen. Da haben wir einen Vertrag vor 6 Jahren abgeschlossen, als der Tierschutzverein dieses Tierheim übernommen hat. Und können wir diesem Vertrag nicht mehr nachkommen, ist das natürlich auch für die Stadt ein großes Problem und letztendlich auch für uns ein großes Problem. Wir bekommen einen Zuschuss von der Stadt Oldenburg, dass wir eben diese vertraglichen Pflichten erfüllen können. Können wir sie nicht mehr erfüllen, ist natürlich auch der Zuschuss Geschichte, nicht? Ein Aufnahmestopp ist aus finanzieller Sicht somit nicht möglich, wäre angesichts der vollen Gehege aber notwendig. Dabei hatten die Verantwortlichen gehofft, das Problem durch eine 2011 erlassene Kastrationspflicht in den Griff zu bekommen. Was in der Theorie sicherlich ein guter Ansatz ist, lässt sich in der Praxis allerdings nur schwer umsetzen. Wir können nur stichprobenartig oder anlassbezogen kontrollieren. Das heißt also, unser Außendienst ist ausgestattet mit Chip-Lesegeräten, sowohl für Hunde als auch für Katzen. Und wir können feststellen, ob Katzen gechippt sind, entsprechend eben auch dann den Nachweis dafür führen, ob sie kastriert sind. Aber das Ganze ist nur anlassbezogen und Sie können sich vorstellen, es ist schwierig, im Grunde freilaufende Katzen auch zu kontrollieren. Da kommt es manchmal auf den einen oder anderen Hinweis an, aber ansonsten ist das eher, sag ich mal, stichprobenartig. Die Hoffnungen werden damit weiterhin auf die vielen Katzenfreunde gesetzt. Vor allem auf diejenigen, die ihre Vierbeiner kastrieren lassen, um ein noch größeres Katzenelend zu vermeiden.